Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Ja, wir sind ja noch im Winter, haben aber das letzte Mal schon erstmal destilliert. Ja, was haben wir sonst noch Schönes gemacht? Genau, das haben wir gemacht. Also ich habe die Destillieranlage aufgebaut, aber dann später festgestellt, dass der Fruchtsaft ja woanders hergestellt wird. Kleines bisschen cleveres Bürschchen, ne? Ja. So. Genau, also wir haben noch Winter und wir haben Winter. Ey, Handelskarawane, ja schön. Und hier wird angepflanzt. Respekt. genau. Das Einzige, was mich derzeit etwas wundert, ist, dass ja hier im zukünftigen Lager aktuell nichts gemacht wird. Eventuell liegt es auch an unseren Expansionsplänen. Aber hier baut auch gerade keiner, oder? Baut hier hinten jemand? Da baut jemand. Ich meine, noch kommt die Handelskarawane durch. Ach nein, die kommt dauerhaft durch, weil die Tür habe ich ja freigelassen. Bedeutet, wir brauchen hiervon überhaupt keine Tür reinbauen. Er liegt da. Wir brauchen da keine Tür reinbauen, sondern wir haben das Gebiet komplett für uns. Wir könnten das alles schön mit Kalkstein zubauen. Und damit würden wir auch die 46.000 Kalkstein locker wegbekommen. So, was haben wir? Nachts um 3 und der Händler ist da. Mhm. Eve. Mhm. Eve Montgomery. Also er bekommt zumindest elegante Ausstattung plus 5. Ja. Gut, wir haben eine Kuh dazu bekommen, aber viel wichtiger ist, das wird hier leider gut. Nein, ist nicht mehr hungrig. Gut. Dann soll es Svetje jetzt aber handeln. Bei Apfelbäume haben wir. Obwohl, nein, haben wir nicht so viele. Könnt ihr schon mal 100 Kilo Äpfel mitnehmen? Chroniken kaufen wir. Ihr habt es ja selber auch geschrieben, von daher suche ich da jetzt gerade danach, ob die noch irgendwo Setzlinge haben. Hey, die kaufen uns die Kettenhelme ab. Na, das ist doch super. Kräuter nehmen wir auf jeden Fall mit. Na, damit wir endlich mal alles Mögliche hier mit Bäumen zupflastern können. Thesen haben die natürlich auch nicht. Haben die denn überhaupt was? Und ja, die Kadaver gebe ich jetzt einfach bloß weg, weil brauchen wir nicht wirklich. Ich hatte zwar geschlachtet, aber ja, so. Wenn die sonst nichts haben. Dann Moment, kommt gleich. Nein, dann verkaufen wir denen unseren Müll. Ist natürlich nicht unbedingt der beste Preis, aber hey, irgendwie muss man es ja losbekommen. Also hier diesen soliden Kram ausgezeichnet behalte ich noch.
meine, der Vorteil ist, das trainiert ja unsere Siedler auch, wenn die immer wieder was herstellen. Das Problem ist, stopft die Lager halt komplett zu. Hat man vielleicht ein bisschen Käse gekauft? Einfach mal machen. Ne, Johannisbeeren brauchen wir nicht. Das könnt ihr haben. Obwohl. Wir haben eigentlich relativ viele Honigknusperlinge. Brauchen wir das nicht. Ja, gut. Bunte Wölfin plus 5. Na, sind wir da wieder auf 100? Jo. Ich habe bestimmt nur die Hälfte verkauft von dem, was ich wollte. Wäre nichts Neues. So, was können wir denn jetzt hier endlich mal machen? Das hier. Und das ist eine Sache. Schwere Armbrust. Da wir zum Großteil Fernkämpfer haben, bis auf einen, genau, Osbult, kann uns das eigentlich nur zum Vorteil gereichen. Oh Gott. Nein, kann es wirklich nur Vorteil für uns sein. Zumal ich ja schon ganz cleveres Kerlchen bin. Zum Handwerk. Warum habe ich da bis jetzt noch keine... Moment. 2 und 3. Also die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist... Warum habe ich jetzt bis jetzt noch keine Armbrüste gebaut? Ja, die Kurzbögen, die sind, naja, eigentlich nicht mehr unser Metier. Na, also brauchen wir nicht mehr. Warum habe ich dann keine Armbrüste gebaut? Das ist ja dann bis jetzt Kindergarten schießen. So. Das da unten hatten wir notdürftig zugemacht mit jetzt mindestens 2 schweren Türen, wo die durch müssen. Ja, naja, kann es sein, dass wir keine mechanischen Komponenten mehr haben? Nö, kann nicht. So. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit vergehen lassen. Mal schauen, wo wir sind. Wo rennen die hin? Finde ich das schon mal schön, dass Quinel baut. Moment, kann das sein, dass die Bischen beschwipst ist. Beschwipst. Saufen Vorteil. Naja, das ist doch okay. Dann ist das so. Und schon sind wir wieder am Abend. Okay, wir haben genug mechanische Komponenten, einfach aus dem Grund, wir stellen genügend her. Ja, das ist natürlich vorteilhaft. Ich meine, Eisenbarren haben wir genug. Und warum legt sich Bertritt nicht einfach hin? Na, also genau, Eisenbarren haben wir genug, das ganze brennt da vor sich hin. Ein ganzes Jahr. Juhu, nächster Erfolg. So ein Unsinn. Wir sind dann doch schon ein paar Jahre weiter.
Oswald doch die Waffe kaputt gegangen? Naja. Passiert halt. Bremen. Die stehen hier einfach so rum. Also das ist ja das, was ich auch geschrieben habe. Ja, wenn ich nach dem Winter den Frühling in Empfang nehme, ist das wunderschön, ja. Nein, wenn ich einen Baum irgendwo hinpflanze, wachsen daneben andere Bäume. Richtig. Sieht man ja hier. Die sind ja alle wild gewachsen. Was ich dann noch gelesen habe, ich soll hier nochmal hier hinschauen. Ja, nö. Jetzt brauche ich mich auch nicht wundern, warum das nicht funktioniert. Ja, wenn da steht, nicht sehen, dann sehen die nicht. Wo habe ich denn die anderen hingemacht? Hier unten irgendwo. Gut, da ist aber auch nicht, ne? Da ist der Haken nicht drin. Ich glaube, hier habe ich auch noch welche angepflanzt. Nö. Wenn ich aber schon mal hier bin. Naja gut, nee, 3000 Kohle, das reicht noch. Aber wir haben eine neue Forschung. Eis. Damit das so ein bisschen auf den Keks geht, lerne ich es jetzt ganz einfach. Also ich selbst, ja, bin der Meinung, Eis brauchen wir nicht wirklich, aber ich kenne die Funktion, muss man dazu sagen, also was damit gemacht werden soll. Aber hey, im Lager ist da genug Platz. So, wie weit ist denn das jetzt hier? Wow. Ich dachte, die haben da mal was gemacht, richtig. Queen läuft, ja. Schön. Das ist mal clever. Von außen an einer Mauer das Ganze anlehnen. Ne? Könnte ja nicht sein, dass... Die will mir jetzt nicht sagen. Gut, die schläft nicht. Also es geht langsam voran. Etwas zäh, ja, aber die, in Anführungsstrichen, Mauer wird fertig. Ich würde hier noch ein bisschen mehr bauen, aber naja, die Karte ist hier auch schon wieder zu Ende. So, und während das Ganze läuft, würde ich ganz einfach mal Glückwunsch. Yay, Feind. Nein, ich möchte doch dahin. Nach Knapptoff. Ihr habt geschrieben, die Dörfer im ja, Tal haben unter anderem auch Bäume. Beziehungsweise Setzlinge. Und genau das möchte ich jetzt mal anschauen. Ja, nehmen wir ein bisschen Apfel mit. Nein, das ist zu viel. Ja, können wir ein bisschen was verkaufen? Und naja, viele Setzlinge wird es nicht geben. Aber ich würde heute schon mal Kyrik losschicken, dass er einfach mal hier runter rennt, ne? 45 Felder entfernt. Ich glaube, den sehen wir irgendwann im Winter wieder. Und vielleicht bekommen wir ein paar Setzlinge. Eiche wäre schön. Birke auch. Apfel eher nein. Was haben wir eigentlich hier? Was ist das?
Eisen ist das. Also nee, Wunder, ich konzentriere mich da immer bloß etwas. Nee, Kalkstein will ich nicht. Eisen möchte ich. Na gut, ein bisschen Gold nehmen wir auch. Können sie erstmal ausbuddeln, so in nächster Zeit. Ich muss aber dazu sagen, so als abschließende Worte, das, was ihr geschrieben habt mit den Tätigkeiten, haben wir jetzt geändert. Funktioniert bis jetzt zumindest nicht schlechter als vorher. Beziehungsweise funktioniert sogar wirklich sehr, sehr gut. Vielen Dank für diese Info. Zack, nebenbei darf Astral auch noch mit transportieren. Ja, und mit diesem Danke würde ich mich für heute auch verabschieden. Mal schauen, wann das hier alles fertig ist. Ciao, ciao.